willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video war ich auf Instagram und TikTok unterwegs und habe da nach Sachen geguckt, die ich gerne nachmachen würde. Vorab will ich dazu sagen, ich bin ein bisschen unzufrieden, denn keins davon ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich lade es trotzdem hoch, denn es ist eine Weile her, seitdem ich ein Video gemacht habe. Und ihr seht, wie die Dinge aussehen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr dieses Video gucken. Ansonsten tut es mir sehr leid und ich hoffe, das nächste Video wird besser. Dann würde ich euch gerne ein kurzes Update zu dem Bild da hinten geben. Das sieht mittlerweile so aus. Ich weiß, es ist noch nicht sehr weit. Ich arbeite dran. Ich schreibe heute die letzte Klausur und hoffentlich habe ich dann ein bisschen mehr Zeit dafür. Und wenn es euch interessiert, wie das Ganze so sich weiterentwickelt, dann schaut meine Instagram-Stories. Ich poste es eigentlich immer, wenn ich daran weitermale. Dann würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an mit dem Video. Nummer 1 ist das hier. Und zwar ist das eine Sache, die ich gerne ausprobieren möchte. Erst habe ich das gesehen und dachte mir, Shawn Mendes, sehr gut, gibt Pluspunkte. Und dann sieht es wirklich sehr einfach und interessant aus. Und deswegen mache ich das jetzt. Hier nochmal das Inspirationsbild. Und ich war wirklich drauf und dran, auch Shawn Mendes zu benutzen. Aber dann dachte ich mir so, das kann ich nicht bringen. Also habe ich hier ein Bild von Gavin Leatherwood. Ich pause das Ganze jetzt ab und zwar male ich Kreide auf die Rückseite, klebe das dann fest und ziehe alle Linien nach. Hierbei müsst ihr jetzt aber auch die Schatten nachziehen, weil wir brauchen ja dann Flächen, die wir mit den Linien ausfüllen können. Und dann müsst ihr dann gucken, wo sind so die dunkelsten Schatten und wo nicht und dann das Ganze in Flächen einteilen. Ihr seht gleich, was ich meine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht so einfach, mir den Schatten als Fläche vorzustellen. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt ein paar Marker. Eigentlich nur zwei, denn wir brauchen einen Fineliner und einen für die großen schwarzen Stellen. Und als erstes zeichne ich mit dem Fineliner alle Linien, die ich abgepaust habe, nach. Ich habe teilweise auch noch ein paar Sachen dazu gemacht, weil ich total die Lichtreflexe im Haar vergessen habe und so. Und dann sollte das ungefähr so aussehen. Dann kümmere ich mich um alle schwarzen Stellen und male die aus und da war ich wieder auch am Rande der Verzweiflung mit meinen Markern. Ich hatte, glaube ich, drei verschiedene und alle drei waren fast leer, also gut vorbereitet mal wieder. So, und dann geht es darum, den Schatten mit den Linien zu machen und beim ersten Mal habe ich absolut versagt, weil ich das mit einem dickeren Marker gemacht habe. Sieht furchtbar aus, wie ihr sehen könnt, also mache ich das Ganze nochmal und die Schatten machen wir jetzt mit Fineliner. Und zwar natürlich, je dunkler, desto näher sind die Linien beieinander. Ich habe auch kein Lineal genommen, das einfach per Hand gemacht. Die haben sich auch teilweise überlappt und so. Das finde ich nicht schlimm. So habe ich dann halt quasi die Dunkelheit imitiert. Ich muss sagen, hat das Ganze echt Spaß gemacht. Ich hatte aber doch ein paar Schwierigkeiten. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte Schwierigkeiten herauszufinden, wie ich die Flächen von den Schatten mache. Und dann habe ich auch eigentlich nur frei nach Schnauze die Linien aneinander gesetzt und musste öfter dann nochmal bei den dunkleren nachgehen, weil die dann nicht dunkel genug waren etc. Naja, einmal unterschreiben und dann ist das hier das fertige Bild. Ich bin eigentlich zufrieden, es ist ziemlich cool, es ist was ganz anderes. Ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber ich finde, meins sieht nicht so aus wie ihrs, weil ihrs hat irgendwie mehr Farbunterschied. Ich weiß nicht, ob sie verschiedene Farben an Fineliner benutzt hat, vielleicht verschiedene Grautöne oder so, aber ich habe diesen Farbunterschied nicht so gut hingekriegt wie sie. Nummer 2 ist dieses Video hier und ich finde, das sieht total cool aus und ich habe das schon von zwei Leuten geschickt gekriegt auf Instagram und dann dachte ich mir, okay, ich muss es jetzt nachmachen und viele haben in den Kommentaren schon gerätselt, wie das Ganze gemacht wird. Das ist aber eigentlich ganz einfach und wie, das zeige ich euch jetzt. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar müsst ihr das Ganze natürlich auf wasserbeständigem Papier machen. Ich habe hier Aquarellpapier und das ist mein letztes Papierstück, also habe ich nur einen Versuch, wünscht mir Glück. Ich habe jetzt hier gearbeitet mit einem ganz normalen mechanischen Bleistift und für die ganz dunklen Schatten ein 8B Bleistift, der ist halt einfach ein bisschen dunkler und auf dem Aquarellpapier kann man die Schatten super mit dem Finger verwischen und wenn sie intensiver sein sollen, dann nochmal mit dem Papierwischer. Ich weiß, bei dem Original war das nicht so, da sollte das so ein bisschen skizzenhaft sein. Ich wollte aber was Eigenes machen und es nicht eins zu eins kopieren und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so super im Skizzen machen, also habe ich das einfach so gemacht. Ich fand es auch gar nicht so einfach, mir eine richtige Vorlage auszusuchen. Ich bin auch nicht so mega super im Profilzeichnen. Auf jeden Fall, wenn das Ganze fertig ist, da man das eben so gut verwischen kann auf dem Aquarellpapier, sprühe ich das schön mit Haarspray an. Das sorgt einfach dafür, dass man das am Ende nicht mehr verwischen kann. Alle Linien klar bleiben und das lasse ich jetzt quasi über Nacht trocknen und das ist das fertige Ergebnis. Kommen wir nun zu dem Teil, was ich eigentlich hier machen will.
Und zwar habe ich schon meine Wasserfarben rausgesucht, eine kleine Staffelei, damit wir das Bild aufstellen können. Und was wir als allererstes machen, ist mit einem nassen Pinsel eine Spur mit Wasser zeichnen. Die muss auch wirklich gut nass sein. Und wir zeichnen sie halt eben dahin, wo wir sie wollen, in dem Fall an den Gesichtskonturen vorbei. Und jetzt lässt man einfach nur noch die Farbe entlang der Wasserspur laufen. Und bis hierhin sieht es wirklich ziemlich cool aus. Und dann ist aber leider unter dem Kinn die Spur so ein bisschen abgedriftet. Und dann musste ich nacharbeiten. Und jetzt habe ich leider nicht so ein cooles Video wie die Inspiration. Hier hatte ich zwei Probleme. A, muss man schnell arbeiten, weil sonst das Wasser so ein bisschen antrocknet und es nicht mehr so gut läuft. B, ist wirklich null Fehlertoleranz und ich mache oft Fehler und muss immer mal wieder nacharbeiten. Man hat hier also wirklich nur einen Versuch und ich hatte jetzt auch kein Aquarellpapier mehr, also hätte ich es nicht nochmal probieren können. Und ja, meine Staffelei hat auch ein bisschen Farbe abgekriegt. Ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich cool und wenn ihr das ausprobieren wollt, macht es auf jeden Fall. Dann habe ich das hier gesehen und da geht es mir eigentlich mehr ums Motiv, weil sie hat Gouache-Farbe benutzt. Ich glaube, das spricht man so aus. Gouache-Farbe benutzt und ich habe das nicht. Ich male eigentlich nur mit Acrylfarbe. Das ist immer so die Farbe, diese Gouache-Farbe, die man im Kunstunterricht kriegt. Also wir hatten die immer im Kunstunterricht. Und ich dachte mir, das sieht doch eigentlich auch nach einem typischen Aquarellmotiv aus. Und ich male sehr, sehr selten mit Aquarell. Ich finde es aber sehr, sehr schön. Und ich dachte mir, das ist eine Möglichkeit, meine Aquarellfarben rauszuholen. Hier sind meine Vorskizzen. Ich konnte mich nicht entscheiden, welches Motiv ich wähle. Deswegen habe ich das so geteilt und habe das Ganze mit Bleistift vorgezeichnet. Normalerweise bei Aquarell radiert man das dann ganz leicht, damit die Linien einfach noch ganz leicht zu sehen sind, weil die nicht so doll sein sollen. In dem Fall ist es aber nicht schlimm, weil ich das Ganze eh noch mit Feinliner danach mache und deswegen dachte ich, radiere ich das jetzt mal nicht weg. Und dann male ich einfach mit Aquarell und da gibt es verschiedene Techniken. Ich bin selber auch gar nicht so der Master da drin. Ich habe vielleicht 4 oder 5 Mal bisher wirklich aktiv mich mit Aquarellfarben beschäftigt, aber ich finde, es sieht wirklich immer sehr, sehr, sehr schön aus. Eigentlich ist aber Aquarellfarbe so gar nichts für mich. Das hat 2 Hauptgründe. Nummer 1 ist, dass man damit gar nicht so sehr präzise arbeiten kann und dann öfter mal Farbe da ist, wo sie nicht sein sollte. Und Nummer 2 ist, dass ich total ungeduldig bin. Man sollte ja eigentlich immer warten, bis die Schicht trocken ist, um weiterzumachen. Das habe ich öfter mal nicht so gemacht oder beziehungsweise habe ich gedacht, sie ist jetzt trocken und ich kann schon weiterarbeiten. Das passt schon und dann war sie nicht trocken und dann sind Farben ineinander gelaufen. Das ist echt blöd und man kann da auch nicht so richtig föhnen, weil dann ja die auch sich bewegen, die Farben. Also ich bin einfach ungeduldig. Und dann bin ich total daran gescheitert, Platz für die Blumen zu lassen in diesem Torbogen drin. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach alles grün zu malen und das jetzt mit weißer Acrylfarbe zu machen. Wobei wir wieder bei dem Punkt sind, Blumen und Wolken sind einfach nicht so mein Ding. Man kann mit viel Fantasie jetzt denken, dass das Blumen sind auf jeden Fall. Ich habe das zweite Bild dann auch fertig gemacht und das sieht leider nicht annähernd so gut aus wie das andere. Blumen halt, ne? Das Bild lebt davon, dass die Blumen da sind und schön aussehen und ich finde, die Blumen da sind einfach undefinierbar, brauchen wir nicht drüber reden, ist nicht gut gelaufen. Dann habe ich das Tape abgezogen und das vorher leider nicht nochmal so an meine Hose geklebt, damit die Klebkraft nicht so doll ist und dann hat sie mein Papier gerissen. Leute, es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Keins davon ist so geworden, wie ich das sollte, aber ich werde es trotzdem hochladen, weil ich lange kein Video mehr hochgeladen habe. Also es tut mir leid. Das ist meine Kollektion von Bildern aus diesem Video. Mit dem hier bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ist okay geworden, sieht halt nicht so ganz so aus wie ihr es, aber es ist eine coole Sache zum Nachmachen auf jeden Fall. Falls ihr euch wundert, warum hier jetzt noch ein blauer Strich ist, das war mein verzweifelter Versuch, doch noch ein gutes Video hinzukriegen. Ich habe auch lange, lange gewartet, aber es ist trotzdem ineinander gelaufen, also yeah. Das hier ist das letzte und wisst ihr was, so zusammen finde ich das eigentlich ganz niedlich, aber ich bin trotzdem unzufrieden. Liegt es an mir? Naja, wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!